Die häufigsten Sportverletzungen, die die Ärzte in Lindenlohe behandeln, sind Kapsel- oder Bandverletzungen an den Gelenken sowie Knorpelschäden, vor allem im Knie- und Schulterbereich. Dr. Jörg Speer erklärt, dass man einigen Sportunfällen doch gut vorbeugen könnte. Indem man zunächst mal einen sportmedizinischen Check-up durchführen lässt, vor Aufnahme der sportlichen Tätigkeit, sofern man bislang überhaupt noch nichts gemacht hat. Logischerweise wäre es dann sinnvoll, ein geführtes Training zunächst aufzunehmen, indem man sich anleiten lässt, zusätzlich ergänzt durch Krafttraining oder Dehnen, sich die richtige Ausrüstung besorgt, ergänzend vielleicht auch noch die richtige Ernährung oder Überernährung grundsätzlich was lernt im Rahmen der sportlichen Tätigkeit. Und kommt es doch zur Sportverletzung, empfehlen Mediziner die Pechregel. P wie Pause machen, E wie Eis auflegen, C wie Kompression und H wie Hochlagern. Auch Unfälle werden an der Asklepios-Klinik Lindenlohe versorgt. Dieser Patient ist ausgerutscht, musste am Sprunggelenk und an der Schulter operiert werden. Dr. Speer schaut sich die Wunde an. Alles ist gut verheilt und der Patient hat keine Schmerzen. Behandelt werden Schürfwunden genauso wie komplizierte Frakturen. Der Patient kommt in die Notaufnahme und wird vom diensthabenden Arzt untersucht. Der Untersuchungsgang läuft im Regelfall so ab, dass man zunächst eine genaue Anamnese erhebt, sofern das beim Patienten möglich ist. Dann wird eine ausführliche körperliche Untersuchung durchgeführt, vor allem mit Augenmerk auf die verletzte Region. Und anschließend kommt die apparative Diagnostik. Das kann eine Ultraschalluntersuchung sein. Das wird auf jeden Fall ein konventionelles Röntgen sein in zwei Ebenen. Und abhängig davon wird man dann entweder eine Kernspintomographie durchführen, wenn die Fragestellung eher die ist, dass es um die Weichteilverletzungen geht. Wenn es um komplizierte Mehrfachknochenbrüche geht, dann wird man in dieses neu eingerichtete CT, wie wir hier sehen, reingeschoben und kann dann danach eine ausführliche Frakturdiagnostik dann durchführen. Und nach einer Operation kann direkt in Lindenlohe dann auch mit physiotherapeutischen Maßnahmen begonnen werden. Sportorthopädie und Unfallchirurgie laufen hier auf höchstem Niveau. Als Olympiastützpunkt Bayern versorgt die Klinik Spitzensportler genauso wie Alltagsverletzungen.